Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. So, wir müssen erstmal hier ein bisschen was loswerden. Wir müssen uns nähen, glaube ich. Obwohl, warte mal, das ist eine Schürfwunde, ne? Müssen wir mal kurz gucken im Charakterinventar. Ich habe so viele. Data. Schürfwunde. Müsste doch eigentlich ein Verband reichen, oder? Ich check mal erstmal den aus. Kann ich nicht verwenden. Ist weg, oder was? Nee, die ist ja hier ganz unten. Was ist mit dem? Darf ich den verwenden? Ja, man musste unbedingt den Erste-Hilfe-Verband haben. Und was habe ich? Jetzt habe ich was anderes bekommen. Behandelte Schürfwunde. Achso, aber was weiteres kann ich jetzt nicht machen. Also jetzt dauert es dann nochmal eine halbe Stunde und dann ist das weg. So, dann sind wir hoffnungslos überladen. Das muss natürlich auch erstmal geregelt werden. Hier haben wir ein paar Dollar. Der Rest kommt da nicht rein. So, Waffen. Genau, wir haben jetzt eine lila, eine Donnerbüchse. Aber die packe ich auch raus. So, im normalen Spiel nehme ich die nicht mit. Wenn dann halt wieder Blood Moon ist, dann nehme ich die wieder mit. Ah, nee, warte mal. Warte mal, das ist Werkzeug. Muss irgendein Werkzeug raus? Ein Zuckerstangenmesser, das ist halt auch nice. Ach, hier hätte ich auch noch Kohle gehabt. Dort waren die Waffen. So, die Donnerbüchsen, 762, Magnum, naja, wäre toll, wenn wir die schon hätten. Kurz den mal raus, Spitzhacke rein, Schaufel rein. Dann können wir uns auch schon wieder Fleisch reindrücken. Und das werden wir auch als erstes jetzt hier in dieser Folge machen. Wir müssen mal ein bisschen raus in die Wildnis und wir brauchen Fleisch. Wir brauchen unbedingt was zu futtern. So, kurz die Pflastersteine hier ablegen. Das Eisen. Stahl haben wir mittlerweile auch schon wieder 9. Sehr geil. Also diese Zuckerstangenmesser, das verkaufen wir auch irgendwann mal. Nicht, dass ich hier nochmal irgendwo rein muss. Tja, keine Federn, kein gar nichts. Das sieht alles irgendwie nicht gut aus. Ich brauche so viel Scheiße. Ja, Essen und Medizin sollte ich vielleicht auch so langsam mal trennen. Park mal die Eier da und die Kartoffeln da. Kommen hier die nächsten Dosen rein. So, haben wir neues Bier. Ach komm, hab ich gerade mal Bock drauf. Ey. Oh, ein Bierchen trinken hier. Muss ja auch mal rein. So, den Erste Hilfe nehme ich auch erstmal nicht mit. Wir bereiten uns. Ich bin ganz schön voll. Alles verschwommen. So, Knochen. Deadfleisch, Dead hier. Oh, ich habe noch 4 Eier. Oh, ich habe ja 47 Federn. Die haben wir schon wieder total vergessen. Dead heißt, wir können uns wieder ein paar Pfeile machen. Damn, auf jeden Fall schon wieder über 70. Sehr schön. Ja, würde ich auch mal sagen, packen wir uns hier das ein und das Fleisch und machen uns erstmal ein bisschen Bacon und Egg. Deadfleisch nehmen wir mit. Reicht wahrscheinlich ein Stück Holz, ne? Jo, sieht aus. Pflanzenfaser nehme ich auch erstmal nicht mit. Einmal noch Messing. Auch erstmal da rein. So, wo hatte ich denn jetzt das Baumaterial geparkt? Hier. Boah, jetzt sind wir aber auch leer, ne? Die Kohle noch. Privatkiste. Auch schon wieder über 5000. Was war das nochmal? Gebt mir ein Set. Er steht leider so. Man muss es erst lesen. Lesen wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendwas Wichtiges.
Hey Drecksack, diese Notiz hast du nicht durch Zufall gefunden. Wir haben dich seit Tagen beobachtet und du bist zu nichts nütze. Aber vielleicht können wir einen Nutzen für dich finden, falls du dich beweisen kannst und diese Herausforderung bestehst. Jake, der König der Verrückten. Herausforderung: Töte Zombie Cheerleader. Ja, nehmen wir doch mal an. So, aber im Moment ist Hirschtöten aktiviert. Das soll mir auch recht sein. Aber ich gucke mir die andere mal kurz an. Wo war das hier bei Quests, ne? Ja, das ist wieder mit so einem Sammelpunkt. EP, 350 Jeton, Serienbelohnung keiner. Naja, wir wollen auf die Jagd gehen. Wir bleiben erstmal hier beim Hirsch. Wasser haben wir 4 mit. 5-mal Fleisch, das reicht. So, wo haben wir denn Wildnis, wo wir noch nicht waren? Naja, wir haben noch nicht gerade viel. Hier, wer gibt mir ein Set? Wir gehen mal in die Richtung. So, wir brauchen Hirsche, wir brauchen Vogelnester. Habe ich den schon? Nee. Naja, ich gucke halt lieber nochmal rein. Vielleicht hätte ich es ja vergessen, aber das hatten wir schon. Ach, Mist! Ich muss aber zurück. Mit das Wichtigste vergessen. Boah, ne? 4,3% schon verseucht. Ich hoffe mal, dass das mit Honig noch reicht. Ich frage mich eigentlich, warum ich vorhin den einen Verband nicht nehmen konnte. Ist nicht Verband hier für den grauen Balken bei der Energie? Dann muss ich gleich nochmal auschecken, weil der ist ja ziemlich weit unten. Kann natürlich auch an der Verseuchung liegen. So, habe ich überhaupt noch Honig? Sieht irgendwie nicht so aus. Müssen wir hier wohl das natürliche Antibiotika nehmen? Und ich habe auch gar kein anderes Antibiotika, ne? Das ist natürlich ziemlich schade. Da wäre mir ja Honig lieber. Wenn das hier meine letzte Antibiotikapille ist. Nicht, dass ich wieder in diese Schwulitäten reinkomme, dass ich es unbedingt brauche. Egal. Die Verseuchung muss weg. So, wie lange wirkt das jetzt? Oh ja, 9,9%, also reicht locker aus, würde ich sagen. Aber warum geht das hier nicht runter? Ah, jetzt geht's runter. So, und dann haben wir noch ein paar Stunden Zeit, bis der Airdrop kommt. Da könnte natürlich dann wieder Antibiotika drin sein. So, dann wieder ab in die Richtung. Dann muss ich nochmal auschecken hier. Klappt irgendwie nicht. Wo sind die Nester? Und die Hirsche. Hier zum Beispiel. War ich natürlich auch schon. Oh, da sind wir wieder kaputt. Ja, neues Gebiet, gleich ein Monster-Lag und noch ein Lag.
ist ein Nest, da war ich doch bestimmt noch nicht. Jawohl. Da kommt schon die erste Zombie-Pussy. Das müsste eigentlich auch ein Cheerleader sein, oder? Nehmen wir mal schon mal direkt den Kopf. Ist sie schon am Laufen? Oh, oh, der war daneben. Da haben wir sie aber. Jetzt kriegst du noch einen mit dem Knüppel. Haben wir dich. Das ist ein Hirsch! Boom, Alter! Ey. Gleich mal den ersten getroffen! Was?! Das war eigentlich nur so, mal spontan einfach so geschossen. Ich hab sogar getroffen. Mann, war das ein Glück. Haben wir unseren ersten Hirsch. 4 brauchen wir noch. Ich bin. Na, Messer ist auch gleich hinüber. Tja, wo wir hier schon mal am Wasser sind. Nehmen wir auch ein bisschen Dreckwasser mit. So, gibt's denn hier noch mehr Hirsche? So, wenn wir ein Nest. Oh, hier können wir wieder jede Menge Goldrute sammeln. Komm hier, Spitzhacke brauchen wir wahrscheinlich eh erstmal nicht. Sacken wir hier mal die ganze Goldrute ein. Oh, da drüben geht's noch weiter mit dem Pflanzenfeld hier. Komm, hier nehmen wir Steine mitnehmen. Oh, hier gleich 2. Der drüben? Nee. Hey, Zombie. Lass mich in Ruhe. Der grunzt irgendwie gar nicht. Ein nicht grunzender Zombie. Macht keinen einzigen Laut. Aber was ist mit denen los, Alter? Jetzt immer ein Treffer, der sieht die gleich am Laufen. Oh oh. Das gibt's doch gar nicht. Eben gerade so ein Luckshot. Alter, wann hört der mal auf zu laufen? Ah, jetzt macht er eine Bewegung nach da. Und dann kommt schon der nächste. Und da steht noch einer. Was ist hier los? Zombieland oder was? Das ist nicht wahr, ey. Dieses scheiß Kopfwackeln. Na, den ersten haben wir schon mal. Oh Gott. Der ist auch schon wieder am Laufen. Was ist denn hier los? Ich sehe doch noch irgendwo einen Geier. Ich brech zusammen. Da kommt er auch schon, oder? Der Geier? Was ist denn hier los, Alter? Ist ja alles voll mit Zombies. Krass.
Wieso zur Hölle sind hier so viele Zombies? Bin ich auf eine Horde gestoßen aus Versehen? Aber ganz ehrlich, ich würde unheimlich gerne den Geier haben. So, federtechnisch. Waren sie die alle schnell? Stimmt mit euch nicht. Tja, ob ich den Geier jetzt wieder finde, das ist so eine Frage. Hier muss er irgendwo sein. Tja, den werde ich bestimmt nicht wiederfinden, wenn er nicht schon weg ist. Ey, Kollegas, ey, ihr seid ganz schön nervig, ey. Jetzt kein Bock, meine ganze Munition für euch zu verschwenden. Ihr hoppt nicht so viel. Was? Wir sind auch gleich wieder am Laufen. Den haben wir. Gibst du keine wieder? Ach so, ein Drecksack. Da kommt der. Der dürfte eigentlich nicht mehr lange leben. Also, falls das der noch ist. Ein bisschen Müll. Alter, der hat doch schon wieder drei Pfeile drin. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Bist du jetzt tot? Der ist immer noch nicht tot. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht derselbe von vorhin ist. Gib mir den Pfeil. Fetti, Alter. Der wird unheimlich viele Pfeile kosten. Ab und zu mal umgucken. Nein, macht dann Schlenker nach links, der Sack. Einmal haben wir ihn. Oh, einen mit dem Knüppel oder zwei. Na endlich. Ist ein Täschchen, sehr schön. Thunfisch. So, die haben wir auch. Da drüben läuft noch ein Zombie. Gut, aber zumindest ein bisschen EP zwischendurch gemacht. Nein, der Blindfisch. Hammer. Und druff. Und druff. Und Druck. Und Druck. Ja. Bist du mir auch noch was hier? Nö. Naja, jetzt brauche ich nach dem Geier wohl auf gar keinen Fall mehr gucken. Haben wir hier noch ein Nest? Eier. Ich brauche aber ein paar Eier. Hm? Da hinten läuft noch einer. Hä? Ey, da ist ein Huhn. Ey, Hühner sind immer sehr, sehr schwer. So, ey, wir wollen mal richtig in ein Nest von Zombies rein. Ey, was haben wir denn da? Noch ein Huhn. Ey, juhu, Alter. Also, so Viecher geht im Moment. Zombies, ja, bin ich ein bisschen blind.
Oh, schon wieder 40 Fleisch. Oh, zweimal Fleisch können wir doch mal reindrücken. Oh, ein bisschen was süppeln. So, sind wir erstmal wieder versorgt. Wo sind die Hirsche? Immer nur Zombies. Schon wieder nur noch 38 Pfeile, aber wir haben schon wieder 45 Federn gesammelt. Oh, nur noch eine Spitze. Kommt schon wieder ein Zombie. Da drüben düppelt auch noch einer rum. Leute, stresst mich hier nicht so. Das war nur der Hintergrundsound. Ich habe erst an eine Schlange gedacht. Da fliegt er? Hat er schon abgeworfen? Ey, warum immer hinter irgendwelchen Bergen? Ey, das kann nicht wahr sein. Tja, ist mir scheißegal wegen dem Flieger. Wo ist das scheiß Ding? Wo ist der Abwurf? Alter, die Ausdauer macht mich fertig. Sag mal, könnt ihr irgendwo was sehen? Ich kann überhaupt nichts sehen. Noch höher gehen, vielleicht sehe ich dann was. Gibt's doch nicht, ey. Hinterm Berg abgeworfen, hinter Bäumen, ey. Das werde ich auch wieder nie finden. Scheiße. Das nervt ein bisschen. Jetzt muss sie wahrscheinlich irgendwo hinter diesen Bäumen sein. Aber das Ding wird leider nicht mehr leuchten. Also gehe ich mal von aus. Naja, man kommt ja wegen dieser blöden Ausdauer auch überhaupt nicht voran. Alle 10, 15 Meter, ey, muss man sich ausruhen. Tja, ich habe nirgendwo was leuchten sehen. Das da eigentlich eine alte Fabrik oder was? Ey, das ist wieder ein Huhn. Und natürlich wieder ein verkackter Zombie. Da war das Huhn, zu spät gesehen.
Der müsste ja den Airdrop hier irgendwo in der Nähe abgeschmissen haben. Oder aber erst später, das kann natürlich auch sein. Was für ein blödes Gelände, ey. Wäre ich mal bloß im Dorf geblieben, ey. Vielleicht hätte ich da den Airdrop besser gefunden. Also, das mache ich dann beim nächsten Mal mal. Weit und breit nichts zu sehen. Gut, wir suchen jetzt auch auf gar keinen Fall mehr. Wir suchen Hirsche. Dead Auto liegt im Graben. Boah, in 6 Minuten ist auch endlich die Wunde weg. Das ist, glaube ich, ein Auto zum Looten, ja. Das ist ja noch fast komplett heile. Was ist das? Hm? Da drüben ist der Zombie. Naja, fünfmal Öl. Da ist ein Nest. Und noch eins. Endlich auch mal ein Ei. Und eine Tasche. Irgendwas Geiles? Warte mal. Es war nur ein leerer Wasserkrug. Der leer sieht immer so anders aus, wieso? Ich habe erst gedacht, das wäre unser erster Messbecher gewesen. Ein Kriecher. Komm mal her, Kriecher. Grüß gleich mal einen mit dem dicken Knüppel hier. Na los, komm. Der schlägt immer schon so und der. Oh. Muss repariert werden. Kein Bock, einen Fall zu nehmen. Da kommt er. Die haben wir. Wieder ein bisschen Goldrudi mitnehmen. So, wo sind wir mittlerweile hier? Dann würde ich mal sagen, laufen wir jetzt mal nach da rüber und dann wieder zurück. Der habe ich doch auch schon wieder irgendwas gehört. Nun. Ey, Mann, ey, mit den Hühnern geht's mittlerweile. Wenn sie stehen, wenn sie laufen, natürlich nicht. Da kommt noch eins. Oh, hat mich gesehen. Ist schon weg.
Oh, und da kommt ein Zombie. Die stören einen den ganzen Tag über. Kriegen wir das noch? Zweimal noch. Ja, Hammer. Nein. Schade mit dem zweiten Huhn. Komm, wir machen mal den einen Pfeil hier weg. Haben wir einen Slot mehr. Oh, lustig mit den ganzen Hühnern hier, ey. Hirsche müssten hier so viele rumlaufen. Zum einen findet man die viel besser wieder. Diese scheiß kleinen Hühner in dem Gras. Da ist ein Huhn. Und seht ihr, man sieht es jetzt nicht. Huhn, wo hast du dich versteckt? Legst grad ein Ei oder was? Hat sich das in Luft aufgelöst? Das ist weg. Es gibt hier viel zu wenig Hirsche. Hier, los mal, Snipergewehr. Will ja nicht ausverschämt sein. Ja, bisschen Goldrute. Und hier liegen viele Taschen rum. Der, wer weiß, wann ich diese fünf Hirsche mal zusammen habe. Wenn ihr so alle Jubeljahre mal einen findet. Ja, nehmen wir mal gleich ein bisschen Holz holen. Ich höre auch schon wieder Schritte. Da drüben kommt sie. Oh, Mist. Waren das nicht die, die immer so verflucht schnell waren? Nein. Ja, das war's für dich. Mit der groben Kelle. Ach, sie ist schon tot.
ist wieder ein Nest. Jetzt gibt mal wieder ein Ei hier. Oh Mann, drei Federn. Und überall schmeißen die scheiß Menschen ihren Müll hin. Da ist wieder irgendwo ein Zombie geplumpst. Naja, auf der ganzen Tour einen verkackten Hirsch, das kann doch nicht wahr sein, aber jede Menge Taschen. Boah, was haben wir hier? Naja, gefütterte Handschuhe ist zwar Level 6, aber die werden nicht so gut sein wie die, die wir haben, denke ich mal. Rude. Da nochmal. Da nochmal. Kaum Viehzeugs und das Essen geht weg wie warme Semmeln sozusagen. Damit wir neues Fleisch uns machen können gleich. Ich meine, wir haben noch zwei, aber pff, das geht ja so schnell weg. Oh, was haben wir denn hier? Radarstation oder was? Glotzen, irgendwo ein Hirsch, das war glaube ich ein Hase da hinten, ne? Oh, hier ist ein Nest. Da ist noch ein Nest. Wenigstens mal das zweite Ei, also ein Bacon Egg können wir wieder machen. Oh, noch ein Ei. Haben wir eine Serie oder was? Dann gucken wir doch mal. Noch ein Ei, los. Schade. Ja, natürlich kommt hier ein Zombie, Mensch. Kommt hier zu nix. Nein. Kannst du nicht mal gerade laufen? Warum läufst du die ganze Zeit schräg, Mann? Jetzt mit dem Knüppel? Naja, gibt wenigstens wieder welchen zurück. So muss das sein. Ach, scheiße, 18 Uhr. Na, ganz ehrlich, ey, wenn ich sowas entdecke, das nehme ich doch noch mit. Wenigstens mal 7 Pfeile, Federn. Yo, what the fuck? Das ist der Airdrop.
War denn das jetzt hier? Das Glück ist mit den Dummen, oder was? Und das ist die Ausdauer. Also das ist echt, oh, ohne Witz, das ist sehr, sehr nervig. Diese Ausdauer, die nimmt einen den Spielspaß. Man ist hier nur am Schleichen. Man kommt überhaupt nicht voran. Ey, das ist doch das Haus, wo ich schon gelootet habe, ne? Ja, die Leitern habe ich doch gebaut. Na, könnten wieder neue Zombies rumhängen. Das ist also wirklich mal sowas von pures Glück. Naja, ich sag mal so, Antibiotika sieht wieder sehr gut aus. Also, wir können hier ruhig ein paar Mal verseucht werden. Ja, vor allem ist das ja auch das ganz Gute. Ey, da ist wieder ein Ei. Ich bin überlaufen. Den müssen wir mal ein bisschen umbauen hier. Pieke wieder da rein. Anti da rein. Komm, scheiß auf den Samen. Gut, nur noch Vogelnester looten. Ansonsten sind wir wieder überladen. Ganzen Tag in der Wildnis unterwegs und einen Hirsch nur erwischt, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe es schon kommen, nur weil ich so viele noch andere Perks brauche, kriege ich meine Fallen nie zusammen. Ich komme ja gar nicht dazu, das nach oben zu leveln. Und ja, die richtig schönen Fallen gibt es leider beim Ingenieur erst beim letzten. Das hatte ich mit Sicherheit schon, ja. Tja, noch ein bisschen früher zu Hause als wir dachten, dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Wie soll's auch anders sein? Wir sind kaputt. Ja, und da braucht man ja auf jeden Fall auch noch Lehm. Wenn wir die Zombie-Falle wieder aufbauen wollen mit Pflastersteinen. So, jetzt aber mal zurück. Unser kleines Feld. Oh.
Man ist immer nur kaputt, also pff, das ist echt ätzend. Der, können wir die nächsten Bacon Egg machen? Dann mache ich mir dann gleich noch mal ein paar Fleisch. Schnell ablegen. So, wir haben wieder Schmerzmittel. Das Ding können wir doch immer ganz gut verkaufen. Nee, hier. Thunfisch. Verbandkasten. Oh, hatten wir noch nicht. Tja, 6-mal Anti. Dann nochmal da unten ran. So. Dann Baustoffkiste. Ach, Mist, hier haben wir noch das Öl. Militärrüstungsteile und hier mal Stahlrüstungsteile. Wo hatte ich die denn reingepackt? Die habe ich auch irgendwo gesammelt, oder nicht? Hier war das. So, da waren glaube ich zwei von denen kaputt, ne? Die bauen wir mal neu. Fleisch mitnehmen. Bacon Egg. Hau ich mir jetzt hier eins rein. So, aber den Rest da. Dann brauchen wir noch Wasser. So. Und dann mal ab zur Mine. Hab ich hier gerade einen Wolf gehört? Wolf gehört, oder nicht? Liebe Pistole. Was ist das hier, Doppelnest? Ja, bestimmt auch schon, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte das Heulen von so einem Wolf gehört oder das Bellen. Muss ehrlich zugeben, das hatte ich schon wieder vergessen. Das habe ich hier schon geregelt. Naja. Aber zwei Peak of Tash. Nein! Alte Scheiße, ey. Sprung verkackt. Alter, was ist denn das? Alter, das gibt's doch gar nicht. Ey, was ist das jetzt hier für ein Scheiß?
Warum schafft er diesen Sprung nicht mehr? Völlig bescheuert. Naja, egal. Heute echt wieder. Wir gerade mal ein paar Schmerzmittel gefunden, ey. Ich muss mir eins schon wieder gebrauchen. So eine Scheiße. Das ist eine Horde oben. Aber wieso fangen die da an, was kaputt zu schlagen? Ich kann ja nicht wissen, dass ich hier bin. Oh, das glaube ich nicht, ey. Meine Fresse, man hat hier nie seine Ruhe. Ah, zumindest kloppt da nichts mehr kaputt. Ist jemand tot? Aha, hier ist er rein. War wohl doch nur ein Zombie, wa? So, Zombies, jetzt lasst mich mal in Ruhe. Ich brauche auch mal ein bisschen Zeit, um was zu schaffen. Durstig. Ja, und wie gesagt, ich kapiere das hier auch mit dem Eisen nicht so wirklich. Warum geht das nicht mehr weiter nach unten? Hat das irgendeinen Grund? Vielleicht hier nochmal ausprobieren, aber ich habe schon bei der Mine wirklich nicht das Gefühl, dass es hier in irgendeiner Form weiter nach unten geht. An keiner Stelle, wo ich bis jetzt gehackt habe. Ja, in unserer letzten Alpha haben wir eine Eisenbleimine gehabt, wo wir nie wieder irgendwo anders rein mussten. Ich meine, mag hier auch sein, aber das ist halt so dicht unter der Erde ist nicht gut. Ja, im Prinzip sieht man es hier schon wieder. Da kommt auch schon wieder gleich Stein. Nein, Sand will ich wegmachen. Ja, da ist hier dann auch Ende. Thank you.
Na, ist das letzte Stück, wo vielleicht noch eine Chance besteht. Dass es weiter nach unten geht, aber zack, Bomb, Felsen. Gibt's nichts mehr. Ich bin da echt ganz ehrlich. Also ich habe mich eigentlich noch nie über irgendwas von den Funpimps beklagt, aber mit dieser Alpha bin ich nicht einverstanden. Das kann doch keinem Spaß machen hier mit der Ausdauer. Man hackt irgendwie einen Baum, ist kaputt. Man hackt zwei Stücken Erz, ist kaputt. Man läuft ein paar Meter, ist kaputt. Also man ist ja hier nur am Pause machen. Na, machen wir hier mal den Sand erstmal weg, bevor der wegfliegt. Nein, Sand. Ey, Mann, Sand. Ja. Müsste ich eigentlich mir alles nochmal angucken, ey, und mal zählen, wie oft das kommt. Du hast zu wenig Ausdauer. Oder du hast nicht genug Ausdauer. Schon wieder. Ach ja. So, ein Stück nehme ich noch mit. Oh Gott, ey. Sie braucht auch so ultra lange, bis sie sich wieder auffüllt, diese Ausdauer. Das gibt's. Oh, Entschuldigung, alles gar nicht. Wenn man sich so nach 4-5 Stücken mal ausruhen müsste, das könnte ich ja noch akzeptieren. Aber nach einem Stück, das ist einfach, das ist zu viel. Dadurch dauert alles viel zu lange. Aber das ist egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.